Ghost Friends, ich habe heute Morgen gelesen, dass Jens Spahn geimpften Menschen mehr Freiheiten verspricht. Das heißt, Reisen ohne negativen Corona-Test oder Einkaufen und Friseurbesuche. Und da habe ich mir gedacht, das schreit nach einer Umfrage in Berlin. Also bin ich zum Treptower Park in Berlin gefahren und habe die Menschen gefragt, was haltet ihr davon, dass Menschen, die geimpft sind, in Zukunft mehr Rechte haben könnten als Nicht-Geimpfte? Doch dann ist was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Denn kein einziger hat sich getraut, etwas zum Coronavirus vor der Kamera zu sagen. Einige hatten Angst vor negativen Konsequenzen. 4 Angesprochene wollten gar nicht mit mir reden und 6 Angesprochene wollten nur mit ausgeschalteter Kamera meine Fragen beantworten. Die ersten beiden waren 2 Männer, die beiden wollten keine erweiterten Rechte für Geimpfte. Einer hat mir gesagt, dass die Pharmaindustrie mit Spritzen Einfluss auf einen früheren Tod der Menschen nehmen will. Die Industrie habe nämlich nichts davon, wenn Menschen länger gesund seien. Merkel und die anderen Politiker seien gekauft und der Prozess, der im Moment stattfindet, sei nicht mehr zu stoppen. Er hat auch kritisiert, dass pauschal geimpft werden sollte, ohne dass man krank sei. Dann habe ich 2 junge Männer getroffen und die haben auf der Bank gesessen, Bier getrunken und die haben Folgendes gesagt. Beide sind nicht generell für mehr Rechte, wenn man sich impft. Zurzeit sei die Impfung noch zu unerforscht. Allerdings, wenn die Impfmöglichkeit für jeden bestehen würde, könnten sich beide vorstellen, dass Geimpfte mehr Rechte bekommen. Die Menschen, die sich da nicht impfen lassen, wären selber schuld, wenn sie weniger Rechte hätten. Dann habe ich 2 Frauen angesprochen. Eine war Polizistin, die andere war schwanger. Die Polizistin hat dann gesagt, dass sie nicht gern vor die Kamera möchte, weil es Probleme geben könnte. Sie war bereits geimpft und sprach sich für mehr Rechte nach der Impfung aus. Auch die schwangere Frau sprach sich für mehr Rechte aus. Auch sie wollte nicht vor die Kamera aus Angst vor Konsequenzen. Sie sprach von einem Lehrer, der seinen Job verloren hat, weil er auf einer Demonstration eine Rede gehalten hat. Dann traf ich einen jungen Mann und eine junge Frau. Auch diese beiden sprachen sich für mehr Rechte nach der Impfung aus. Die junge Frau war sogar schon geimpft. Sie arbeitet in der Pflege. Auch diese beiden wollten nicht vor die Kamera. Dann habe ich 2 Eltern angesprochen, die gerade mit 3 Kindern unterwegs waren und auch diese beiden haben gesagt, dass sie für mehr Rechte nach der Impfung sind. Ich habe dann am Ufer noch einen Mann und eine Frau angesprochen und die haben mir gesagt, dass sie gern die Entscheidungsfreiheit haben möchten, also dass sie nicht geimpft werden möchten, nur damit sie Freiheiten wieder haben können, die sie ohne die Impfung nicht haben können. Tja, Friends, also Umfragen sind nie so leicht, weil die Leute manchmal Angst haben, vor die Cam zu kommen oder weil die Angst haben, was man damit macht mit dem Videomaterial. Aber dass ich wirklich gar keinen kriege, das hatte ich noch nie. Deswegen muss ich euch jetzt ein bisschen was vorsingen, habe die Schnittbilder drüber gelegt. Aber vielleicht traut ihr euch ja, in den Kommentaren zu schreiben, was ihr davon denkt. Also sollten geimpfte Menschen mehr Rechte haben als Ungeimpfte? Und vergesst auf jeden Fall nicht, dieses Video zu liken und ein Abo dazulassen, weil dann werde ich irgendwann stinkreich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Es wird krass. Slater. Ciao.